Der VfC Plauen hat am kommenden Samstag einen harten Brocken im Oberliga-Punktspiel vor der Brust. Der Absteiger FC Rot-Weiß Erfurt kommt ins Vogtlandstadion. Laut Hygienekonzept sind 999 Zuschauer zugelassen. Die Mannen um Trainer Falk Schindler haben die letzten beiden Auswärtsspiele verloren und möchten nun endlich wieder angreifen und möglichst Punkte zu Hause lassen. Ja, die letzten Spiele liefen nicht ganz so wie erhofft. Trotzdem wollen wir natürlich dem keine weitere Achtung schenken und aufs nächste Spiel schauen. Und dieses Wochenende Samstag haben wir ein richtig schönes Spiel vor der Brust gegen Rot-Weiß Erfurt. Und wir haben alle richtig Bock. Wir haben die Woche gut trainiert. Wir fühlen uns gut. Und ja, wir hoffen natürlich jetzt, diesem Abwärtstrend, den wir hatten, ein Ende zu setzen und mit einem Sieg am Wochenende weiterzumachen. Hallo VfC-Fans, hier ist euer Piet. Ich lade euch recht herzlich am Samstag 13 Uhr in das Vogtlandstadion ein, weil da bestreiten wir unser sehr, sehr schwieriges Heimspiel gegen den Rot-Weiß Erfurt und würden uns natürlich von Mannschaftsseite sehr freuen, wenn sehr viele Zuschauer ins Stadion kommen. Ja, vor zwei Wochen haben wir 550 Zuschauer gehabt. Die Marke würden wir gerne knacken wollen, denn nur mit euch haben wir da mehr Chancen zu gewinnen. Ja? Also kommt zahlreich ins Stadion und lasst die drei Punkte hier im Vogtlandstadion. Danke.